Lohnt sich die Centerfire? Das ist das Thema heute. Lohnt sich die neue Centerfire? Die Centerfire ist der neue Unterhebelreptierer für den Scharfschützen. Und zwar besitzt er die Besonderheit, dass er ein richtiges Visier hat, also einen richtigen Rotpunkt und nicht nur einfach eine Kimme und Korn. Mir ist also die Frage, ob sich das lohnt und wann sich das lohnt und wann nicht. Wir fangen mal mit den Basics erstmal an. Also die Centerfire hat 10 Kugeln im Magazin, die Lever Action 12. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Vielleicht sind es nur zwei Kugeln, aber das sind zwei Schüsse mehr. Gerade für den Sniper ist das wichtig, weil der hat sowieso nur immer Einzelfeuer. Er kann zwar mehrere Ziele treffen mit einem Durchschuss, aber wie oft passiert dir das schon? Und die extra aufzureihen, damit das passiert, macht auch keinen Sinn. Du sparst Munition, aber warum? Wofür? Da kannst du lieber zwei Kugeln mehr opfern, dann ging das aber so schnell. Denn, haben wir noch was. Also, die Centerfire macht mehr Schaden. Seht ihr jetzt? Sie macht mehr Schaden. Hat sonst keinerlei Nachteile, aber das Geld, 650 kostet die. 650. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Aber Endboss ist klar. Endboss wählen wir immer, in jeglicher Konstellation wählen wir ja immer die Railgun, weil die einfach viel mehr Schaden macht. Viel mehr. Viel mehr. Deswegen nehmen wir die da. Die EBR ist hier sowieso überlegen. Die EBR ist dafür ja auch wieder haushoch überlegen. 20 Kugeln im Magazin. Und ohne zu ziehen, die kannst du so rausfeuern. Das Visier ist besser. Also, das steht keine Frage. Es geht wirklich nur um Centerfire Lever Action. Dazu kann ich sagen, ja, Centerfire ist stärker als die Lever Action. Auch das Visier macht Spaß, muss ich dann gewöhnen, aber es geht. Es ist schon gut. Ja, aber an sich, warum? Weil es gibt keine Möglichkeit, die mir einfallen würde, warum man sich die kaufen sollte. Vielleicht aus Witz, weil sie neu ist und so. Das ist ja eben halt mehr was für Fans, anstatt was für wirklich zum Spielen. Denn 10 Kugeln, ein bisschen mehr Schaden. Bei der Sirene sieht man es ganz gut. Das seht ihr jetzt. Bei der Sirene sieht man es gut. Die sind aber auch einkauflos. Die Lever Action 2. Die Frage ist, halte ich dann nicht noch lieber eine Runde mit der Lever Action aus? Mach die Vollmunition und kaufe mir nächste Runde. Dann einfach, anstatt dann überspringe ich die Centerfire und die Armbrust und versuche mir gleich eine EBR zu kaufen. Oder kaufe ich nicht lieber eine Armbrust? Mit einer Armbrust könnt ihr auch sogar einen Flashbomb einigermaßen vernünftig ausschalten. Wir spielen hier beide Gameplays auf schwer. Da könnt ihr das sehen. Ich habe wechselt ein bisschen hin und her. Da werdet ihr das sehen. Das ist beides auf schwer. Weil auf normal ist Schwachsinn. Deswegen mache ich immer schwer. Hell on Earth macht auch noch keinen Sinn. Nicht mit einem Level 17er. Und selbst dann die meisten spielen nicht auf dem Endlich. Das meiste wird auf normal und schwer gespielt. Wenn ihr das anders seht, dass ihr vielleicht, dass mehr Leute jetzt hier auf keiner Lebensmühle spielen oder was anderes, dann schreibt das mal in die Kommentare. Aber ich gehe ansonsten immer von schwer bzw. normal aus. Ja, also Endfazit lohnt sich nicht. Ist halt ein Gimmick. So, aber an sich im normalen Spiel, ohne sich das besonders angucken zu wollen, lohnt sich die Centerfire leider nicht. Ihr könnt dann lieber eine Runde oder zwei Runden aussetzen, hoffen. Also eine Runde müsstet ihr in der Regel aussetzen. Ihr habt ja sowieso schon 650. Da fehlen ja auch nicht mehr viel. Hier fehlen euch dann noch 400. 450 fehlen euch noch. Das ist nix. Das schafft ihr in einer Runde, wenn ihr einigermaßen gut seid. Da könnt ihr lieber eine Runde aushalten und dann die EBR kaufen. Weil die EBR ist wieder viel stärker. Gut. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Bei Fragen, wie immer, Kommentare, Leute. Haut rein, Jungs.